Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode von Das Schwarze Auge Sternenschweif. Wir machen uns heute auf den Weg nach Garshok, aber diesmal gibt's tatsächlich wieder den ein oder anderen Tagebucheintrag, den wir uns zu Beginn der heutigen Episode erstmal zu Gemüte führen können. Deswegen würde ich sagen, wir starten da direkt mal. So, und zwar, wir haben ein kleines Städtchen namens Hill House erreicht, das ist richtig. Heute hatten wir einen Kampf gegen 5 Oger, wir haben ein kleines Städtchen namens Aumond erreicht. Heute hatten wir einen Kampf gegen 2 Schröter. Wir wurden unterwegs von einer aufgebrachten Bärenmutter angegriffen. Ein Gaukler hat unser Lager entdeckt, er blieb eine Weile bei uns und wir konnten von ihm einiges über die nähere Umgebung erfahren. Heute hatten wir einen Kampf gegen 2 Orks. Ich weiß nicht, warum diese Kämpfe da alle aufgelistet werden, das ist eher irritierend. Und dann, wir haben eine Söldnerin angeworben. Nicht, dass wir das beabsichtigt hätten. Wir sind ihr zufällig begegnet. Um genau zu sein, wir haben sie überholt, denn sie scheint sich noch nicht völlig von ihrem letzten Auftrag erholt zu haben. Sie heißt Korima und es ist anzunehmen, dass sie eine echte Hilfe sein wird, wenn sie nur erst wieder bei Kräften ist. Nur aber eigentlich sieht es ja so aus, als wäre sie soweit fit, ne? Krank ist sie auch nicht. Es ist halt nur, es ist dumm, eine Waffe zu benutzen, wo man dann halt wirklich Original Attacke 3 und Parade 1 mit hat, ja? Wenn man gleichzeitig ein Schwert im Gepäck hat, wo man dann auf wenigstens auf 11 und 5 kommt, was jetzt auch nicht das Geilste von der Welt ist, aber so, wir müssen auf jeden Fall unsere Lageroption ändern jetzt, weil Harvey braucht nicht mehr mitwachen, wenn wir Korima dabei haben. Korima, Chris und Rio machen die Wache. So, Araka geht jagen. Und Astral sucht 3 Stunden nach Kräutern. Das ist unsere neue Aufteilung hier. Chris weckt Astral und Korima. Was ist denn los? Fragt Korima noch ganz verschlafen. Ich glaube, ich habe was gehört, antwortet Chris. 2 Waldlöwen. Das ist ja fantastisch. Da versteckt sich Astral aber mal ganz schnell hinter Korima und ich frage mich wieder, warum dieser Idiot eigentlich nicht den Krieger geweckt hat. Nuri verletzt den Waldlöwen, führt insgesamt 12 Schadenspunkte. Eine doppelte Attacke. Cool. So, Chris muss sich natürlich erstmal in Position bringen hier. Genauso wie Rio, ganz Rondra gefällig, fällt ja dem Tier natürlich in den Rücken. Araka geht auch wieder auf die Flanke, da kann der sich nämlich nicht wehren. Das ist das Schöne an diesen Gegnern, die 2 Felder groß sind. Die brauchen Platz, um sich drehen zu können. Wenn sie den nicht mehr haben. Vier Schadenspunkte, ach, das ist ja lächerlich. So, hier, Rio zeigt dir, wie es richtig geht. 14, Bams. Nuri schlägt von der anderen Seite zu und dann dürfte dieser Waldlöwe bald schon Geschichte sein. Der hat schon 20 Lebenspunkte verloren. Wie viel wird er haben? 40? Harvey steckt natürlich gerade ganz schön ein. Ist nicht unbedingt der, der direkt vor diesem Löwen stehen sollte, theoretisch. Unsere Kriegerin ist eine ganz tolle Hilfe, glaube ich. Naja, zumindest kann sie ein bisschen Gepäck tragen. Ne? Ein Silbertaler am Tag. Ich glaube, bei den 5000 Dukaten, die sich auf unserem Konto befinden, können wir uns das gerade so leisten. So, da ist der erste Waldlöwe tot. Ja, brauchen unsere Leute jetzt auch nicht mehr hochlatschen. Ne?
Und da haben wir den zweiten auch erledigt. Kurima bekommt ihren täglichen Sold, ein Silberstück. Jo, kein Problem. So, von hier könnten wir theoretisch auch nach Westen oder nach Süden, aber wir wollen jetzt erstmal nach Osten und wieder zu der Hauptstraße zurück, da. So, da muss ich nur überlegen. Wir könnten jetzt direkt nach Süden marschieren, nach Gashok. Aber ich will da links den Weg noch ablaufen. Das heißt, wir gehen jetzt einmal hier oben noch mal rum. Ich wollte eigentlich eine Route planen, aber dann halt nicht. Das war so klar. Es war so klar, dass wir hier wieder Essen im Inventar rumliegen haben. Vor allem halt bei den Leuten, die es nicht gebrauchen können, ne? Kann ich die Inventare irgendwie blockieren oder irgendwas? Araka ist krank. Goblins. Die Rotpelze oder Rostpelze im Vergleich zu den Schwarzpelzen, die ja die Orks sind. Ich würde sagen, Araka hält sich aus dem Kampf mal raus. Genauso wie Astral. Diese Goblins werden nämlich nicht viel gegen unsere Truppe ausrichten können. Das sind Level 1 Gegner. Da brauchen wir aber. Da brauchen wir uns keine Sorgen. Araka kann sowieso nichts machen. Die hat original einen Bewegungspunkt. Weil ihre Körperkraft durch die Krankheit halt gesunken ist, ne? Wir gleich den Weg abschneiden. So, jetzt startet der Gegenangriff. So, erstmal den, der da versucht. 18 und der steht immer noch. Was ist denn das für ein Goblin? Die Sterbeanimationen in dem Spiel, die finde ich eigentlich auch ganz nice. Hieß es nicht, das ist eine sichere Straße hier? Eine sichere Reiseroute? Machen wir mal einen Fulminictus. Einfach nur, damit Astral sich auch mal irgendwie beteiligen kann. Die steht sonst immer nur am Rand, das muss ja nicht sein, ne? Ah, und jetzt können wir denen schon in den Rücken fallen hier. Die Sache ist erledigt, sage ich einfach mal. Mit Soundeffekten wäre es schon ein bisschen nicer, ne? Oh, noch einer tot. Nuri bringt sich auch in Position.
Und die letzten zwei Goblins haben eigentlich jetzt schon keine Chance mehr. Wenn sie schlau wären, würden sie die Flucht ergreifen, aber Goblins sind halt nicht unbedingt für ihre Intelligenz bekannt. Ja, da will tatsächlich einer fliehen. Aber ich sag mal so, ich denke nicht, ne? Ach, schade. Oh, ich kann es nochmal versuchen. Moment. Fulminictus! Und zack. Der, wer sich erdreistet, mich zu überfallen, der hat sein Leben halt verwirkt, ne? Das muss denen auch klar sein. So, der ist eingekesselt, der kann nicht mal mehr fliehen. Blöd gelaufen. Entschuldigung. So, dann... Sagen wir Nuri erstmal ein bisschen Würselkraut in die Hand, damit sie... Arrakas Krankheit heilen kann. Beim nächsten Händler, den wir finden, kaufen wir nochmal Decken. Ich kann mir vorstellen, dass das tatsächlich einen Unterschied macht. Obwohl wir Schlafsäcke dabei haben, dass wir halt Decken auch mitnehmen sollten. Ich weiß es nicht. So, Araka ist wieder fit. Kurima bekommt ihren Sold. Und weiter geht's. Diesmal machen wir eine Routenplanung. Wir haben die Route ja sowieso schon, die ich jetzt gehen will. Der Weg verliert sich in einem graubraunen Feld aus getrocknetem Schlamm und Geröll, so als hätten heftige Regenfälle einen Erdrutsch im Gebirge ausgelöst und die Lawine die Straßen unter sich begraben. Wollt ihr trotzdem weitergehen? Jo. Araka rutscht aus und kullert einige Schritte den Hang hinunter. Ryu gelangt heil über die gefährliche Stelle. Chris rutscht aus und kullert einige Schritte den Hang hinunter. Astral rutscht aus, Nuri rutscht aus. Harvey kommt sicher rüber und Kurima auch. Astral rutscht aus, bedeutet aber nur ein bisschen Schaden, ne? Wir haben jetzt nicht irgendwelches Gepäck verloren hier, oder? Nee, ich glaube nicht. Mich dünkt, dies ist nicht geschehen. Dann setzen wir mal die Route fort. Ich hätte vielleicht nochmal speichern sollen. Es ist jetzt nicht unbedingt die sicherste Route, die ich hier ausgewählt habe. Oh cool, Araka hat was zu essen gefunden. Ich bin ja begeistert. Etwas vor euch seht ihr die blaue Oberfläche eines kleinen Teiches glitzern. Irgendetwas jedoch ist nicht in Ordnung. Nach wenigen Schritten wisst ihr auch was. Es summt. Von vorne hört ihr ein Summen und Brummen wie von Insekten. Jedoch sind kaum welche zu sehen, sodass es laut und noch einiges entfernt sein muss. Wir sehen nach. Natürlich sehen wir nach. Es sind Insekten, Bremsen von einer enormen Größe und offensichtlich völlig ausgehungert fallen über euch her und es scheinen immer mehr zu kommen. Wenn wir Abwehrmaßnahmen ergreifen, natürlich. Chris hat keins, oh Gott. Dann kann ich keine Abwehrmaßnahmen ergreifen. Sie stechen durch Kleidung und kriechen unter die Rüstung. Sie stechen in die Beine und in das Gesicht. Und wenn ihr nicht vorsichtig seid, sogar in die Zunge. Ihr seht aus wie Streuselkuchen, als sie endlich von euch ablassen. Wie lange dieser Charisma-Verlust wohl anhält. Ist ja schon irgendwie blöd gelaufen, ne? Das ist, Kein Zunder für die Fackel, ah, toll. Dann können wir die Fackel auch wegschmeißen, weißt du? Ne, warte, hier. Kurima, ein Geschenk für dich, bitteschön.
Ich bin gespannt, wie lange dieser Charisma-Verlust noch anhält. Ich hoffe nur 2, 3 Tage. Müssen wir mal gucken. Mal, da ist noch. Was ist das denn? Ja, doch, 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 doch. Die nehmen wir noch mit. Wir werden hier auf der Strecke nochmal. Ah! Guckt mal, da ist das Charisma regeneriert. Wir werden auf der Strecke nochmal eine Abzweigung folgen. Es ist unglaublich, ne? Mit diesem scheiß Essen. Es wäre viel besser, wenn Astral vielleicht endlich mal ein paar Kräuter findet. Eine neue Richtung wählen. Wir gehen jetzt hier nämlich nochmal einen kleinen Umweg hier runter. Auf dem Weg ist dann nämlich nochmal eine Begegnung, die wir nochmal mitnehmen. Bis wir dann da im Westen nach Gasha kommen. Kurima weckt Araka und Chris und Harvey. Was ist denn los? Fragt Harvey noch ganz verschlafen. Ich glaube, ich habe was gehört. Überfall. Blöd, dass der Oger von da oben kommt. So, Harvey muss auf jeden Fall den Ork da rechts abfangen, bevor der Astral Probleme macht. Wieso hat denn Rio nur noch 3 Punkte jetzt? Womit haben sie denn sein Inventar jetzt schon wieder zugemüllt? Oh, meine Güte, ey. Ich bewege mich echt hart an der Grenze, aber beim nächsten Level Up kriegen die alle einen Punkt Körperkraft. Einfach nur, damit wir den Scheiß nicht mehr so deutlich haben hier. So, dem Oger hier, den knallen wir einen Ignifaxius Flammenstrahl rein. Auf maximaler Stufe. Das ist quasi die beiden gängigsten Offensivzauber sind Ignifaxius, das ist der, den wir jetzt hier gerade machen, und Fulminictus, das ist mehr so elfische Magie. Fulminictus ist, du würfelst mit 3 Würfeln und das ist die Menge an Schaden, die du machst. Und Ignifaxius funktioniert quasi genauso, aber da kannst du halt festlegen, wie stark dieser Flammenstrahl sein soll, und zwar immer Stufe plus 1 als maximal. Das heißt, wenn ich jetzt hier sage, Feuerlanze Stufe 8, bedeutet das, hier wird mit 8 Würfeln gewürfelt. Was durchaus schon mal reinknallt. Also. Stellt sich der Ork vor den Oger, ey. Das ist natürlich ärgerlich. Die Kampfreihenfolge habe ich noch nicht so ganz kapiert. Manche kommen gefühlt doppelt dran, bevor andere im Kampf wieder irgendwas machen dürfen hier. So, Stufe 8 Feuerlanze natürlich. Hau rein da! 28 Schadenspunkte. So, zack, das war schon mal der erste Ogre. So, jetzt hat jeder Gegner ist auf jeden Fall irgendwie in den Kampf verwickelt. Das heißt, Astral kann schon mal nichts mehr passieren. Der große Oger wird gleich von Zweien bearbeitet. Die Orks sind ja ein bisschen ungefährlicher. Ich wage fast die Behauptung aufzustellen, unsere Ankunft in Garshok
wird das Ende der Folge sein. Es sieht im Moment doch sehr danach aus, dass wir ein bisschen länger für den Umweg brauchen, aber das ist nicht schlimm. Wir erleben ja trotzdem was. Der Ogre hat Nuri ganz schön zugesetzt, aber Nuri ist eigentlich auch keiner unserer Nahkampfcharaktere, ne? Genauso wenig wie Araka da oben rechts, aber die schlägt sich eigentlich noch ganz gut. Dieser Ork da, der schlägt sich echt gut im Kampf mit Rio. Also, das ist, da hätte schon viel mehr passieren müssen eigentlich. Warte mal, der kommt da gar nicht hin, ne? Nee. Dann kann er sich genauso gut auf den Weg nach da unten machen. Ich mag die Kampfmusik. Ich finde es so, wie gesagt, ich finde es ein bisschen schade, dass wir im Moment keine Soundeffekte haben. Ich hoffe, das bis zur nächsten Folge dann korrigieren zu können. Nach der Folge mache ich nämlich erstmal eine kleine Pause. Ich will heute aber auf jeden Fall noch bis nach Garshok. Oh, da hat Araka ihren Ork erledigt. So, Ryu hat seinen jetzt auch endlich zerlegt. Kurima ist noch so ein bisschen überfordert. Aber im Großen und Ganzen haben wir das Schlachtfeld unter Kontrolle. Ja, endlich! Ihr wolltet einen Dukaten, 4 Silbertaler und einen Heller. Jetzt muss ich einfach gucken, was ist denn hier bei Rio los? Ein Essen zu viel. Weißt du was? So. Haben wir ein bisschen Spielraum bei Rio. Im Schatten einiger Bäume grast eine kleine Herde Steppenrinder. Aus sicherer Entfernung auf eines der Tiere schießen. Obwohl Araka ein Treffer gelingt, ist das Tier nicht gefährlich verletzt. Es schaut grimmig in eure Richtung, bevor sich die Herde aus dem Staub macht. Schade. Also ja, im Endeffekt, wir brauchen die Nahrung nicht, aber trotzdem irgendwie schade. So, und von hier aus reisen wir jetzt nach Garshok. Das ist jetzt, die Straße führt jetzt direkt, da kommen wir an Garshok raus dann. Dass ich immer wieder mein Inventar aufräumen muss, das ist lästig. Kann ich Harveys Inventar vielleicht so vollmüllen, dass ihm da erstmal nichts mehr reingelegt wird? So, wenn es nicht Probleme mit der mit den Wasservorräten geben würde. Das wollte ich unbedingt noch mitnehmen hier. Wenn wir da nicht Probleme mit den Wasservorräten kriegen würden, würde ich ja einfach das Jagen erstmal aussetzen, aber
Bereits von Weitem seht ihr eine große Staubfahne, die sich sehr schnell auf euch zubewegt. Wollt ihr euch verstecken? Nein. Unbeirrt und ohne von euch Notiz zu nehmen, reiten die Krieger weiter. Sie sind schon auf wenige Schritt heran und sie machen keinerlei Anstalten anzuhalten. Wollt ihr beiseite springen? Nein. Unmittelbar vor Araka hebt der vorderste der Reiter eine Hand und wie ein Mann bleiben die Reiter stehen. Heda! Hat sie Schwarzpelze gesehen? Hier in der Region kommt es etwas dumpf unter dem Helm hervor. Vielleicht, vielleicht nicht. Kommt darauf an, wer fragt. Sei er nicht so impertinent. Er redet mit dem Baron von Meeresfeld und nicht mit einem seines Standes. Aber wer soll das denn ahnen bei eurer Aufmachung? Er führt ein loses Maul, jedoch nicht mehr lange. Nehmt diesen Handschuh, Lump, und der Rest halte sich heraus. Ja, ein Duell. Dieser Kampf hier, der funktioniert im Großen und Ganzen genauso wie der Endkampf aus der Schicksalsklinge, ne? Also Ryu gegen den Champion, beziehungsweise gegen den Baron hier in diesem Fall. Solange meine anderen Charaktere nichts machen, machen die Ritter da auf der linken Seite vom Schlachtfeld auch nichts. Aber wir können aus diesem Rondra-gefälligen Duell zwischen diesen beiden Kriegern natürlich auch so ein richtig schönes Gemetzel aller roter Hochzeit aus Game of Thrones machen. Das tut nur nicht unbedingt Not. Weil wir wissen ja, Ryo ist sowieso unbesiegbar. Ich hoffe nur, dass Kurima sich raushält und da nicht Scheiße baut. Ja, okay. Das ist die Frage natürlich, nehmen wir den Ritter so komplett auseinander oder bricht er den Kampf irgendwann ab, wenn er merkt, oh Scheiße, ich habe mich vielleicht etwas übernommen. Die einzige Sorge, die ich bei dieser Konfrontation hatte, das muss ich ganz ehrlich sagen, ist, dass ich befürchtet habe, dass eventuell nicht Ryo derjenige ist, der in das Duell geschickt wird. Weil jeder außer Chris hätte potenziell vielleicht Probleme gekriegt. Aber Ryo ist natürlich... Der ist quasi, für den Baron ist der unverwundbar. Ein total spannendes Duell. Vor allem spannend für alle anderen. Er hat halt auch gar nicht so schlechte Werte, ne? So eine Option auf so ein Duell gibt es, soweit ich weiß, in jedem der drei Spiele. Also im dritten Teil fällt mir auch gleich eine Duellmöglichkeit ein. Läuft ein bisschen anders ab als hier. Da ist es halt wirklich 1 gegen 1 und du hast keine Auswahlmöglichkeiten, da eventuell mit anderen Charakteren noch einzugreifen. Aber... Es ist halt auch ein Duell, ne? Und das ist ja das, was zählt gerade. Meine Güte, Ryu, nimm den doch jetzt mal auseinander da! Der Ritter kann parieren. Ah! Oh. Nervig. Es ist ja nicht mal, dass Ryu nicht trifft. Es ist einfach, dass der Ritter den Angriff abwehrt. Eben gerade aber nicht. Da hat er erstmal 10 Schadenspunkte eingesteckt. Wir wollen doch noch bis nach Garshok kommen. Beziehungsweise wir kommen auf jeden Fall bis nach Garshok. Solange ziehe ich das hier noch durch. Wir sind ja schon auf der Zielgeraden, was das angeht. Und dann können wir dann nämlich in der nächsten Folge mal wieder so richtige Geschichte machen. Und nicht einfach nur in der Weltgeschichte rumirren in der Hoffnung, dass uns irgendwas zufällig über den Weg läuft. Meine Güte, ey. Kann den Angriff parieren. So nervig. 30! Alter, der hat gesessen. Der hat ja mal gesessen, aber sowas von. Das wäre jetzt so der Punkt, wo ein normaler Typ sagen würde, okay. Ich lasse es vielleicht dann mal sein. Aber er halt nicht, ne? Er macht einfach weiter. Ich meine, fassen wir mal zusammen, ja? Er hat Ryu in diesem Kampf, was, 3 Schadenspunkte zugefügt bisher?
Ryu ihm schon deutlich über 50. Also die Tendenz ist eigentlich klar. Und das ist, es nervt so ein bisschen, dass er das nicht einsieht. Ich bin ja auch immer noch am Überlegen, ob wir... Und Platz! Ob wir, wenn wir dann irgendwann mal mit der Nordland-Trilogie fertig sein sollten, dann vielleicht sowas wie Drakensang noch spielen. Also, es gibt ja noch ein paar Spiele im Universum des Schwarzen Auges, ne? Den Scheiß nehme ich nicht mal mit. Die anderen sagen da nicht mal was dazu, dass wir dir gerade den Typen getötet haben? Echt? So, wir sind da. Oh, das ist doch jetzt nicht euer Ernst, ey. Gut, dann töten wir halt noch schnell diese Steppenwölfe. Was soll's, nehmen wir uns die Zeit noch. Die Steppenwölfe haben eh nicht viel drauf. Dann können wir den Soundtrack noch ein bisschen genießen. Hat ja auch was für sich, ne? Er hätte dann original noch 2 Meter. Wir stehen quasi vor den Toren der Stadt, ne? Das ist jetzt schon ein bisschen frech, dass der sich da einfach von dann macht jetzt. Ich könnte jetzt noch mit irgendwelchen Fernkampfwaffen auf ihn schießen. Können wir mal gucken. Ne, wir kriegen ihn nicht. Ja, gut. Flump. Einfach nur aus Prinzip. Es macht, glaube ich, keinen Unterschied, ob die Gegner fliehen oder ob ich sie töte. So. Ihr habt eine Stadt erreicht. Wollt ihr sie betreten? Aber ja. Nuri hat aus dem Hinterhalt einen gut gezielten Bolzen abbekommen. Wumms. Der hat nochmal so richtig schön gesessen. Wie viel Schaden hat sie gekriegt? 15. Das ist, das war schon so ein potenziell tödliches... Ah, was ist denn hier los? Neben Fieber kann man bei Kurima gelblich verfärbte Lippen feststellen. Gelbfieber. Naja, gut. Müssen wir uns dann hier in Garshok halt nach einem Heiler umsehen, wird es ja wohl in so einer Stadt wie dieser hier geben. Und es gibt auch noch ganz andere Sachen hier. Also... Es bleibt spannend. Hier haben wir tatsächlich wieder ein paar Story-Elemente, kann ich euch jetzt schon mal versprechen. In der nächsten Folge wird's interessant. Verpasst sie also nach Möglichkeit nicht. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder vorbeischaut. Das war Sternenschwall für heute. Danke fürs Zuschauen. Tschüss. Und bis dann.